Wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, das ein sehr klassisches Thema ist, ein sehr wichtiges Thema ist und das auch in der Energiearbeit, auch in der psychologischen Arbeit immer wieder thematisiert wird und auch ganz oft vorkommt. Das ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Und dieses innere Kind ist ja so ein Teil von uns, der eigentlich für die Lebenslust, für die Lebensfreude auch zuständig ist. Und ich möchte auch heute mit dem Begriff, und das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich möchte auch mit dem Begriff Selbstbefriedigung arbeiten, und zwar nicht in einem sexuellen Sinne, sondern in dem Sinn, dass ich sage, ich bin mit mir selber zufrieden. Ich bin mit mir selber glücklich. Ich bin mit meinem Leben glücklich und ich bin auch erfüllt. Wir haben ja beim letzten Mal diese Stufen der Schöpfung gemacht, diese Stufen der Kreativität, wie empfange ich etwas, wie bringe ich das auf die Erde. Und jetzt wollen wir eben wirklich ein bisschen so mit diesem Selbst arbeiten und eben im Sinn auf dieser Zufriedenheit mit sich selber, einer positiven Selbstzufriedenheit und auch dem Teil, dass ich sage, ich bin ja, im Prinzip ähnlich wie bei diesem Roy Black Song. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Also schön, dass ich da bin und ich habe auch eine Riesenfreude an allem. Und dafür brauchen wir halt dieses innere Kind. Das wird nämlich sehr oft so übersehen. Und das, was übersehen wird, ist eben der Punkt der Freude. Also ganz viele Leute übersehen oft, dass es wichtig ist, eben, dass die Freude im Prinzip die Geheimzutat ist von dem, dass wir ein erfülltes Leben leben. Und ich habe es heute auch erlebt, weil ich habe Klienten auch schon empfangen heute, wo Leute einfach das völlig ausgrenzen und völlig übersehen und auch sagen, nein, es geht um ganz was anderes im Leben als um die Freude. Und das ist schade, weil eigentlich die Freude ja nicht irgendwie ein Müßiggang ist. Die übersehen das oft und verwechseln das oft mit einem Müßiggang. Sondern Freude ist eigentlich das, wo ich sage, da kommt erst richtig Lebensenergie rein, wenn ich an etwas Freude habe. Und das wird halt einfach übersehen und darum wollen wir uns dieses Unterbewusstsein, dieses innere Kind auch ganz bewusst anschauen. Und das auch in diesem Sinn, dass ich diesen Quell der Freude, diesen Quell der Lebensenergie wieder aktivieren kann, auch bei mir, dass ich das auch wieder gut hinkriege. Und ja, man kann sich vorstellen, dieses innere Kind an sich einmal ist ja nicht ein, man kann es schon als Persönlichkeitsteil sehen, aber eigentlich ist das natürlich, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, ist das halt ein gewisser Abschnitt, eine gewisse Zeit, wo Erfahrungen gespeichert werden, wo wir beeindruckbar sind. Und natürlich sehr beeindruckbar sind wir in unserer Kindheit bis hin zur Pubertät und Abschlusspubertät. Das heißt, so als Faustregel kann man sagen, die ersten 21 Lebensjahre, das, was uns geprägt hat, ist in diesem Unterbewusstsein drinnen und nach dem handeln wir auch. Das, was wir gelernt haben in dieser Zeit, nach dem handeln wir. Und wenn wir uns die Welt so anschauen und wie manche unserer lieben Mitmenschen reagieren, gewinnt man natürlich auch den Eindruck, dass die schon nur mehr so handeln, bevor sie 21 geworden sind. Das heißt, die bleiben in einem sehr kindlichen Zugang zur Welt auch stecken und reagieren dann auch teilweise wie Kinder. Und das ist dann halt einfach auch so ein Zeichen, dass natürlich dieses Unterbewusstsein, dieses innere Kind irgendwo auch so verletzt wurde, also auf eine Art beeindruckt wurde, die eigentlich nicht dem Leben dient, sondern letzten Endes einfach nur die Verletzung, die man sich immer wieder bestätigt. Ja? Unser inneres Kind geht also darauf hin, man kann sich das so vorstellen, das Unterbewusstsein geht so hin, dass es sich die eigenen Verletzungen immer wieder bestätigt, dass es erhalten werden kann. Das heißt, wir erleben immer wieder ähnliche Themen, ähnliche Momente, und hängen eigentlich in so einem nicht enden wollenden, also manchmal Albtraum fest, weil wir uns immer wieder so das selber bestätigen und herholen. Und aus dieser Spirale auszusteigen ist eben erstens ganz wichtig und zweitens ein guter Punkt wäre da eben auch diese Freude. Also wirklich diese Freude haben, diese Leichtigkeit haben, weil mit einem gewissen Humor und einer gewissen Intelligenz kommen wir da sehr schön raus und auch sehr leicht raus. Es ist nur halt wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Nämlich, dass wir uns bewusst machen, dass es Zeit ist, dass wir aus diesen alten Erfahrungen aussteigen.
Und deshalb ist jetzt auch so dieser erste Punkt, den ich euch einfach da jetzt ans Herz legen möchte, ist jetzt einfach auch so dieser, ist einfach so diese Idee, dass ich sage, was wollte ich jetzt sagen? Diese Idee, dass ich euch sage, ich gehe aus dem Alten bewusst einmal raus. Ich gehe aus diesem Rhythmus bewusst einmal raus. Und so fangen wir jetzt mal an. Und wir fangen da nicht mit einem Drama an oder dass ich sage, ich weiß was nicht, ich kann was nicht, es geht was nicht, was ja auch eine Verletzung ist, sondern wir fangen jetzt ganz bewusst an zu sagen, ich steige ab jetzt einmal raus. Wir haben bei einem der letzten Treffen, beim letzten Treffen auch dieses Bild gehabt, dieses Schmetterlings, ne, der aus dem Kokon ausbricht. Und genau so möchte ich euch jetzt ein ähnliches Bild geben, ähnlich wenig dramatisch und wenig emotional, sondern dass man sich vorstellt, ich bin bis jetzt in einem alten Kostüm gesteckt. Also das, was du warst bis jetzt, ist ein altes Kostüm, das du jetzt nicht mehr brauchst. Du kannst es auch ganz abstrahieren und sagen, ja, das ist jetzt ein Gorilla-Kostüm oder das ist jetzt ein, egal was für ein Kostüm dir da einfällt, Zirkusdirektor, keine Ahnung. Und du streifst jetzt einfach einmal diese alten Klamotten, dieses alte Kostüm bewusst ab. Das heißt, alle Erfahrungen, so wie du dich gefühlt hast als Gorilla oder als Zirkusdirektor, als Prinzessin, ist ja ganz egal, das kannst du jetzt mal abstreifen und hinter dir lassen. Und das wäre so dieses erste Bild, zu dem ich dich einlade, ganz spielerisch zu sagen, das ist jetzt ein altes, vernudeltes Kostüm, da passen wir nicht mehr rein, da sind die Schuhe zu eng, der Gürtel zu eng, nicht nur quarantänebedingt. Und das hat sich jetzt abgenutzt, das ist ein alter Lumpen und das brauchen wir jetzt nicht mehr und das streifen wir ab. Und mit dem fangen wir mal an. Du stellst dir richtig vor, dass du dieses Kostüm jetzt abstreifst und hinter dir lässt. Richtig mal vorstellen, du hast Gewand, du hast ein Kostüm, du streifst das einfach ab, kannst so auch gestikulieren und lässt es hinter dir. Mehr muss das jetzt nicht sein. Ganz undramatisch. Die Maske, die ich getragen habe, wenn eine Maske dabei ist, legst du ab. Den Hut nimmst du ab. Du lässt jetzt einfach dieses Kostüm hinter dir. Die Perücke, wenn du eine gehabt hast, hinter dir. Also du streifst jetzt einfach mal das ab. Das alte Abstreifen. Und wenn du das machst, ich spüre da immer so ein leichtes Kribbeln, so wie eine leichte Brise oder wie eine Gänsehaut, wenn ich sowas mache. Und das ist eigentlich eine sehr angenehme Geschichte. Also da merke ich gleich mal, aha, da ist was in Bewegung, da kommt was in Bewegung. Und da spüre ich schon, okay, da tut sich was. Und natürlich, wenn ich das Alte abstreife, das lasse ich einfach nach hinten, das soll sich nach hinten lösen, das brauchen wir nicht mehr. Und wenn ich dieses alte Kostüm jetzt mal abgestreift habe, dann atme ich jetzt mal tief ein. Also atme mal tief ein. Und wieder aus und nochmal tief ein. Und wieder aus. Hervorragend. Und jetzt fühl einfach mal nach. Und das jetzt mal ganz ohne Drama, ganz ohne Schwere, bist du einfach mal aus etwas Altem rausgegangen. Das ist überhaupt kein Ding. Und was jetzt als nächstes kommt, sind jetzt mal die Gedanken, die dich selber ausmachen. Da gibt es ja dieses berühmte Sprichwort von Descartes, dieses Ich denke, also bin ich. Und man sagt, ja, meine Gedanken bin ich. Aber dass ich jetzt einfach mal den Mut habe, jetzt habe ich ja mal dieses Kostüm abgestreift und jetzt werde ich meine Gedanken abstreifen. Und alte Gedanken erkennt man daran, wenn du jetzt zum Beispiel
an einen Lehrer oder eine Lehrerin aus deiner Kindheit denkst, aus deiner Volksschulzeit oder auch von mir aus Gymnasialzeit, Hauptschulzeit, ganz egal, wenn du da an einen alten Lehrer oder Professor denkst oder eine Lehrerin denkst oder eine Kindergartenpädagogin denkst, dann merkst du, das sind alte Gedanken. Und auch wie du dich dieser Person gegenüber gefühlt hast, ob du die gemocht hast oder ob da vielleicht Spannungen waren. Also das sind alte Gedanken. Also Erinnerungen aus der Schulzeit, Erinnerungen von damals sind alte Gedanken. Und die geben wir jetzt als nächsten Schritt weg. Und da stellen wir uns das vor und das machen wir auch ganz leicht und ganz spielerisch. Da geben wir jetzt kein Drama rauf. Oder dass wir uns überlegen, warum denke ich noch an die Person, bin ich da verbunden, das ist uns jetzt alles, Entschuldigung, scheißegal. Wir schauen jetzt einfach nur mal, dass wir die Dinge wegkriegen. Und jetzt stellen wir uns als nächstes vor, wir müssen das freigeben. Wichtig ist dieses Loslassen, wir müssen frei werden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass sich wirklich hier beim Kopf einfach mal eine Klappe, eine Luke öffnet, eine oder mehrere, wie ihr wollt, oder einen Blütenkopf öffnet, machen wir eine Blume. Also ein Blütenkopf öffnet sich auf deinem Scheitel. Eine Blüte geht auf. Und diese Blüte dreht sich zur Sonne hin. Und in diesem Licht der Gegenwart gehen jetzt alle Schatten der Vergangenheit hinaus. In diesem Licht der Gegenwart verschwinden die Schatten der Vergangenheit. Im Licht der Gegenwart verschwinden die Schatten der Vergangenheit. Atme tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und erlaube jetzt, dass dein gesamter Kopf sich mit diesem Sonnenlicht füllt. Und dieses Sonnenlicht gibt dir jetzt Informationen zu deinem jetzigen Leben, zu deinem gegenwärtigen Leben und deinem gegenwärtigen Bewusstsein, zu diesem Hier-Jetzt-Bewusstsein. Da ist nichts Vergangenes mehr, nichts Altes. Das ist genau dieses Hier jetzt. Und dein Kopf füllt sich mit diesem Hier jetzt. Und du spürst, dass du freier wirst. Du spürst, dass du leichter wirst. Und du spürst, dass sich jegliche Verspannung deines Innersten, deiner Gedankenebene jetzt löst. Und dass du mehr und mehr immer klarer und bewusster in dieses Licht eintauchst. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie dein Innerstes, deine Gedankenebene sich absolut entspannt. Und genauso wie dein Energiefeld frischer wird. Wenn du so möchtest, dein Kopf ist mit weißer Energie gefüllt, dein Energiefeld ist von weißer Energie umhüllt. Dein ganzer Körper ist in weißes, strahlendes Licht getaucht.
spürst du, dass es Zeit ist, auch ganz ohne Anstrengung dein Herzzentrum zu heilen und zu öffnen. Und so wie dein Verstand jetzt gerade in dieses Licht der Gegenwart, in dieses Hier und Jetzt zurückgeworfen wurde, so hat dein Herz einen anderen Rhythmus. Aber da gibt es einen geheimen Eingang, einen geheimen Zugang zu deinem Herzen. Und dieses Geheimnis, dieser geheime Zugang zu diesem Herzen ist: Ich bin unverletzt. Ich bin unverletzt. Das spricht dein Herz. Es spricht dein Herz: Ich bin unverletzt. Ich bin unverletzt. Und du konzentrierst dich auf diesen unverletzten Teil deines Herzens. Und du spürst, dass dieser unverletzte Teil deines Herzens immer größer wird, immer freier wird und sich mehr und mehr entfaltet. Du spürst, dass jegliche Verletzung deines Herzzentrums nur ein Schatten ist, der in dem ewigen Licht des Heilseins und der Heilung gar nicht bestehen kann. Und du spürst einen tiefen, tiefen Frieden. Spürst, wie sich dein Herzzentrum entspannt. Und du fühlst jetzt, dass du in dir immer freier und weicher wirst. Und du merkst plötzlich, wie schön es ist, frei in Gedanken und im Herzen zu sein. Und durch diese Freiheit, durch dieses Geschenk, gibt es keinerlei Grund mehr, keinerlei Notwendigkeit mehr, alte Verletzungen, alten Groll, alte Verwicklungen, die du nicht mehr benötigst, von anderen Menschen zu anderen Menschen mit dir zu tragen. Und mit diesem Bewusstsein fließt jetzt die Einfachheit und die Ordnung in deinen Solarplexus ein, deine Magengegend. Das ist das Zentrum, du und die anderen. Und in diesem Augenblick atmest du einmal tief ein. Und tief wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie eine Mischung aus Bewusstsein, Liebe und Heilsein, Ganzsein, ein solcher Lichtstrahl sich von oben, vom Scheitel, Hals, Herz in deinen Solarplexus bewegt. Sehr schön. Und jetzt geht jegliche Blockade, die von deinem Umfeld, deinem sozialen Umfeld, deinen Mitmenschen ausgelöst wurde, einfach in absolute Harmonie über und du wirst freier und immer freier und spürst, dass du dir Augenblick für Augenblick immer mehr Freiraum herholst. Dass dieser Freiraum sich ausbreitet, dass sich deine Gegend um den Solarplexus entspannt und immer mehr Heilung geschieht.
Atme noch mal tief ein und wieder aus. Und jegliche negative Beeindruckung, alles, was zu einer Blockade geworden ist aus deinem Umfeld heraus, verlässt jetzt dein Energiefeld. Du streifst es ganz einfach ab. Und du streifst es allerdings mit Freiheit ab. Das heißt, dein Lebensraum wird immer größer und weiter und weitet sich immer mehr aus. Und zwar nicht, weil du den Raum von jemand anderem einschränkst, sondern weil du dir selber deinen Lebensraum zugestehst. Und in diesem Augenblick sinkt jetzt dieses Licht, dieses goldene Licht, dieses vorurteilsfreie Licht in dich hinein. Und es öffnet sich ein neuer Raum in deinem Wesen. Und dieser Raum gilt jetzt deinem innersten Kind, deinem inneren Kind. Das ist so, als würdest du jetzt deinen Erben, deinem Kind, wenn du so möchtest, einfach ein riesiges Grundstück vererben, mit Haus, mit allem Raum, was es braucht, mit allen Möglichkeiten, was es braucht. Und du vermachst deinem Kind jetzt diesen Raum. Und du spürst jetzt in dir die Möglichkeit des Unendlichen, die Führung des Göttlichen. Und in diesem Augenblick fließt jetzt die Frequenz des Honigkalzits in dein Unterbewusstsein rein, in dein Nabelchakra und löst alle Anspannungen und Verspannungen. Und du atmest jetzt einmal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und in deinem innersten Kind wird jetzt vor allem ein Bewusstsein erweckt, ein wesentlicher Punkt. Und dieser Punkt ist Zeit, die du brauchst, um zu heilen. Die Zeit, die dein inneres Kind braucht, um zu heilen. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Und jetzt spürst du, dass du völlig ohne Stress, ganz ohne Druck, einfach nur du selbst sein kannst und dieses Selbst erwacht jetzt in dir und hat jetzt endlich den Raum und die Zeit, die es benötigt, um zu erwachsen, um groß zu werden. Nicht, weil es Verantwortung übernehmen muss, sondern einfach nur, weil es sich mal ausbreiten muss. Und in diesem Ausbreiten wächst auch gleichzeitig die Stabilität und die Kraft, die Zuversicht und die Würde.
Gut. Atme jetzt tief ein und wieder aus und spür jetzt mal, dass dein Nabelzentrum, dein inneres Kind sich entspannt und immer weiter wird. Und jetzt ist es Zeit, all diese Informationen zu erden, also umzusetzen und weiterzuleben. Das heißt, du stellst jetzt wirklich nochmal vor, dass du von deinem Kopf all das, all diese Energien, die jetzt in dich eingeflossen sind, die jetzt mit dir gearbeitet haben, dass all das, nimm das bewusst wahr, mach das zu einem festen, bewussten Energieball zwischen deinen Händen. Atme tief ein und dann mit dem Ausatmen drückst du all diese Informationen wie ein Düngestäbchen in die Erde. Einfach tief reinstecken, tief ein- und ausatmen, nochmal reinstecken in die Erde. Und noch ein drittes Mal tief. Und spür jetzt mal, dass deine Beine richtig erdschwer werden, eine gute Erdung kriegen. Und spür jetzt mal, wie angenehm geborgen auf der einen Seite, aber wie unbeschwert leicht es auf der anderen Seite sein kann, hier auf Erden zu sein. Spür das mal. Und damit wir diesen Eindruck verstärken können, dieses Moment, ich bin jetzt auf der Erde, diese Orientierung ein bisschen klarer machen können, aktivieren wir jetzt rund um dich herum wirklich so die Kraft der Natur in dem Bild von Naturwesen, in dem Bild einer beseelten, lebendigen Natur. Und du spürst, dass um dich herum alles lebendig ist. Und dass du das Zentrum dieses lebendigen Wesens bist. Dein Innerstes ist das Zentrum von dir. Und dein Innerstes ist jetzt auf Transformation ausgerichtet. Und du spürst jetzt das Erwachen des Neuen in deiner Mitte. Von den Fußsohlen über die Knie zu den Hüften. Und du spürst jetzt, dass du ganz fest und stabil auf der Erde bist. Und du kannst jetzt auch wahrnehmen, dass hier eine unendliche Kraft ist. Und alle Einschränkungen von deinem Familiensystem, alles, wo deine Eltern die Welt kleiner gemacht haben oder deine Erziehung die Welt kleiner gemacht hat, deine Möglichkeiten eingeschränkt haben, all das bricht jetzt auf und fällt von dir ab. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie du ganz im Hier und Jetzt ankommst. Und das spürst du jetzt in deinem Wurzelchakra. So wie diese Reise begonnen hat mit deinem Scheitelchakra, mit deinem Kopf, spürst du jetzt,
dass sich in deiner Hinterngegend, Steißbeingegend auch nochmal ein Blütenkopf befindet und diese Blüte öffnet sich jetzt auch. Aber die öffnet sich jetzt nicht so nach oben hin, sondern nach unten zur Erde. Und in dieser Öffnung fließt all dein Leidensdruck, alles, wogegen du gekämpft hast oder wo du dich besonders bemüht hast, all das fließt jetzt von dir ab. Du wirst freier und weicher. Und du spürst jetzt, dass du mehr und mehr ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, diesen Raum eintauchst. Es ist jetzt noch ein Abfließen von alten Themen, gespeicherten Themen. Aber mehr und mehr spürst du, wie es heller wird. Heller in deiner Wurzelchakra-Gegend, in deiner Nabelchakra-Gegend. Ruhiger wird, bewusster wird und leichter wird. Und du spürst, dass in deinem Innersten Klang ist, in deinem Innersten Melodie ist, in deinem Innersten ein Lied ist, das dir ganz viel Kraft und Beständigkeit mitgibt. Sehr gut. Und jetzt spürst du, dass du sowohl nach oben hin zum Himmel als auch nach unten hin zur Erde offen bist. Und du spürst jetzt mal, dass die Erdschwere von dir abfällt, aber reine Lebenslust und Zufriedenheit in dich einfließt. Und du erlaubst jetzt dieser Energie, dass sie sich ganz bewusst manifestiert. Und um dich herum und aus dir heraus strahlt Licht. In dir ist absoluter Frieden und Klarheit. In dir ist unendlicher Raum. Sehr gut. Und jetzt atme noch mal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt mal diese tiefe Kraft. Diese tiefe Zufriedenheit, diese Stabilität in dir. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite spürst du diese unendliche Weite und die unendlichen Möglichkeiten. Und jetzt forme in dir wirklich mal so diesen Satz: Es ist schön, dass ich da bin. Es ist schön, hier zu sein. Ich bin dankbar, dass ich hier bin.
Atme noch mal tief ein und wieder aus. Und spür jetzt mal den Fluss der Energie durch dein System. Geh noch mal durch alles, was du losgelassen hast, die alten Erfahrungen, alten Gedanken, die Emotionen, das Umfeld, alles, was deine Identität negativ beeinflusst hat und letzten Endes auch deine Grundeinstellungen zur Erde. Und du spürst jetzt, dass du absolut im Fluss bist, absolut in Harmonie bist. Und atmest nochmal tief ein. Und wieder aus und nochmal tief ein. Und wieder aus. Erlaube dir nochmal etwas nachzufühlen. Sehr gut. Und jetzt atme noch mal tief ein und wieder aus. Streck dich mal durch, beweg dich mal durch. Und erlaube dir dann wirklich so ganz sanft einmal in diesen neuen Raum zurückzukommen. Du bist ganz entspannt und kommst jetzt mal ganz leicht in dein Alltagsbewusstsein zurück. Entspannst dich ein bisschen und spür mal, wie angenehm klar, aber dennoch, wie angenehm offen, aber dennoch abgegrenzt du bist. Und jetzt, in dieser Phase dieses Wieder-Zurückkommens, holst du dir alle deine Anteile, all deine Lebensenergie, all deine Lebenslust und Lebensfreude, die du über Zeit und Raum versteckt verloren hast, die dir abhanden gekommen sind, die dir genommen wurden. All diese Anteile, so ähnlich wie Batterien, fließen jetzt zu dir zurück. Kannst du dir vorstellen, dass du das, die Hände wirklich zu einer Schale machst und lässt da diese Anteile einfließen, alle diese Nabelchakra-Anteile, alle diese Wesensanteile von dir kommen jetzt zu dir zurück. Du bist ganz offen. Du hältst diese Anteile in der Hand und jetzt mit einem tiefen Einatmen gibst du diese Anteile zu dir. Du kannst es ins Herz oder ins Nabelchakra reinfließen lassen oder in beide, wie du möchtest. Und du atmest tief ein und wieder aus und spürst, dass du in diesem Moment von einem Karmarad gelöst wirst. Denn mit allen Menschen, wo du über diese Energien verbunden warst, bist du jetzt frei. Spür noch mal nach. Und spür jetzt mal deine Energie. Spür jetzt mal deine innere Zufriedenheit. Spür dein innerstes Lebenslicht.
Atme tief ein. Und wieder aus. Und spür noch mal nach. Und bleib noch ein bisschen in dieser Frequenz. Und bedanke dich für deine Erfahrungen, für die Erlebnisse. Und erlaube dir dann, dass du Schritt für Schritt in deinem Tempo wieder zurück zu dir kommst. Streck dich mal durch. Atme tief ein und wieder aus. Beweg mal deinen Körper. Wenn du möchtest, stampf ein bisschen auf. Streck deine Füße aus. Beweg deine Füße. Und fühl noch mal nach.